Willkommen! In diesem Video erkläre ich dir, was ein Artikel ist. Als kleine Erinnerung, ein Artikel ist ein anderes Wort für Begleiter. Das ist das Zeichen dafür. Der Artikel begleitet immer das Namenwort. Und jedes Nomen hat einen passenden Artikel. Das schauen wir uns nun genauer an. Anna und Tim haben heute einen Ausflug in den Wald gemacht. Anna hat drei Dinge mitgenommen und zu diesen schreibt sie nun Sätze. Die Sätze sind: Moos ist weich, Ast ist dünn, Nadel ist grün. In den Sätzen fehlt doch immer ein Wort. Weißt du welches? Genau, der Begleiter, also der Artikel des Namenworts fehlt. Zum Beispiel Moos. Das Moos ist weich. Der Ast ist dünn. Die Nadel ist grün. Also die Artikel zu den Nomen haben gefehlt. Nun sind die Sätze vollständig. Die Artikel beschreiben das Wort genauer, denn die Anna meint ja immer ein ganz bestimmtes Moos, das sie mitgenommen hat, einen bestimmten Ast und eine bestimmte Nadel. Tim erzählt seinem Vater abends, was er heute im Wald gesehen hat. Er sagt: Ich habe ein Reh gesehen und eine hohe Fichte. Auch hier habe ich nicht die Begleiter hingeschrieben. Kannst du dich erinnern, was hat Tim nochmal gesagt? Er hat gesagt, er hat ein Reh gesehen. Und eine Fichte. Ein und eine sind unbestimmte Begleiter.